Hallo meine lieben Freunde, habt ihr schon für den JLPT angemeldet? Da ich in meinem letzten Video zum JLPT erzählt habe, dass ich ja gut darin bin, die Deadline für den JLPT zu verpassen, möchte ich euch mit diesem Video sagen, ich habe es dieses Jahr hinbekommen, mir schon mal das Anmeldeformular rechtzeitig zuschicken zu lassen. Und jetzt habe ich noch Zeit, bis zum 6. September das Formular auszufüllen und zurückzuschicken, und das ist gar nicht so einfach, denn es ist schon mein zweites Formular, denn dieses Formular auszufüllen ist eine größere Herausforderung, als ich gedacht habe. Vielleicht aber auch nur für mich. Das Formular kommt mit einer Art Beilageheft, also ein Heft, in dem Infos zum JLPT, zu dem Formular und dem Test an sich und allem drum und dran drinstehen. Ich gebe euch den Tipp, lest euch sehr gut durch, wie man das Formular ausfüllt. Denn ich habe mir das Formular genommen und dachte so, Name, okay, das kann ich ohne Probleme ausfüllen. Schreibe meinen Namen rein, mache weiter, komme zu Punkten, wo ich dann doch in dieses Beilageheft reingucken musste und habe dann gesehen, verdammt, seinen Namen muss man komplett in großen Druckbuchstaben ausfüllen. Und ja, das habe ich nicht getan. Ich habe bei meinem Vornamen zum Beispiel Annemarie, Anne groß geschrieben, Marie groß geschrieben, aber eben nur das A und das M und nicht alle Buchstaben dazwischen. Deswegen habe ich dann eine Mail geschrieben und nochmal ein neues Formular bekommen, das ich jetzt hoffentlich richtig ausfülle. Aber ihr werdet mit diesem Formular, was eigentlich nur eine A4-Seite ist, trotzdem an Punkte stoßen, wo ihr sowieso in dieses Beilagenheft reingucken müsst, ob ihr wollt oder nicht. Denn dort sind auch einfach nur Felder, wo ihr eine Zahl von 1 bis 7 oder 1 bis 8 oder so reinschreiben müsst. Da geht es dann um so Sachen so wie, wo lernst du gerade Japanisch? An deiner Hochschule, an deiner Uni, an deiner Schule etc. Warum machst du diesen Test? Und ja, das sind alles Fragen, wo dann in diesem Beilageheft eine Liste drin ist, wo man einfach nur die entsprechende Zahl einschreibt. Und genau dann ist dieses Beilagenheft eben, ja, unumgänglich. Ansonsten gibt es von meiner Seite noch nicht so viel Neues zum JLPT zu berichten. Das letzte Video ist ja auch noch gar nicht so lange her. Ich habe jetzt angefangen, wieder regelmäßig zu lernen für mich selbst, habe aber auch jetzt eine Lerngruppe, mit der ich mich versuche, einmal in der Woche zu treffen. Ich möchte vor allen Dingen jetzt mich erstmal darauf konzentrieren, wieder alle Kanji aufzufrischen, die von N5, N4 und N3, damit ich wirklich weiß, okay, ich habe jedes Kanji dabei. Ich habe mir auch schon ein Buch ausgesucht in Bezug auf die Grammatik, die im N3 drankommt, damit ich die nochmal wirklich drin habe. Das werde ich mir dann auch demnächst kaufen, aber ansonsten gibt es eigentlich noch nicht so viel Neues. Das heißt, ich bin fleißig dabei, mich zu informieren, welche Materialien ich benutzen möchte und ja, was ich eigentlich lernen muss. Ich bin immer noch der Meinung, dass N3 für mich die richtige Wahl ist. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen tiefer in das N4-Level reingeschaut und habe gemerkt, dass das auch schon ein bisschen, ja, Lernen für mich erfordern würde, aber eben nicht so eine große Herausforderung wäre wie der N3. Deswegen bin ich eigentlich immer noch der Meinung, dass N3 für mich das richtige Level ist. Mal sehen, ob ich damit richtig liege oder auf die Fresse fliege. Schreibt mir doch gerne mal euren Lernprogress oder eure Infos, Neuigkeiten zum Thema JLPT unten in die Kommentare. Ich fand das letztes Mal super hilfreich, denn ich habe einige Bücher daraus entnehmen können, wo ich gesagt habe, okay, das Buch ist mir auch schon ins Auge gestochen. Und jetzt auch nochmal durch die Kommentare wurde mir bestätigt, dass ich das vielleicht brauche. Und dann sage ich an dieser Stelle danke fürs Zusehen. Ja, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder.